Schon nach zwei Spielen weht dem neuen Coach der Spielvereinigung Unterhaching, Sandro Wagner, ordentlich Gegenwind ins Gesicht, zumindest von außen. Macher Manfred Schwabel wirkt aktuell noch relativ gelassen, obwohl der Drittliga-Absteiger bislang noch ziemlich fremdelt mit der neuen Liga und erst einen mageren Zähler auf der Habenseite hat. Doch auch der 1. FC Nürnberg 2 wartet nach zwei Unentschieden noch auf den ersten Sieg, wobei vor allem der ansprechende Auftritt am vergangenen Freitag in Schalding durchaus Mut macht. Und so traten die Gastgeber in den gewohnt roten Trikots auch gegen Haching gleich recht forsch auf und belohnten sich schon nach 17 Minuten mit der Führung. Linus Rosenlöcher verwertet das klasse Zuspiel von Lukas Schleimer zum 1:0 und rehabilitiert sich damit mit etwas Verspätung für sein Eigentor im Auftaktmatch gegen Pipinsried. Denkbar schlechter Auftakt also für die Gäste, die zwar insgesamt mehr Spielanteile hatten, sich nach vorne allerdings komplett harmlos präsentierten. Aber wer dachte, dass sich das nach dem Seitenwechsel ändern würde, der sah sich getäuscht. Im Gegenteil, nur vier Minuten nach Wiederanpfiff trifft Schleimer völlig unbedrängt zum 2:0 und legt nur eine Zeigerumdrehung später nach Querpass von Jonas Goss sogar das 3:0 nach. Die Hachinger Defensive, wie schon zuletzt teilweise gegen Burghausen, überhaupt nicht auf der Höhe und Keeper Weidinger konnte einem schon fast leid tun. Alleine ihm und seinen Paraden wie hier gegen Rosenlöcher und Schleimer war es zu verdanken, dass die Oberbayern nicht schon nach knapp einer Stunde in ein komplettes Debakel schlitterten. Haching in der Offensive weiterhin bemüht, insgesamt aber zu einfallslos. Daher brauchte es schon einen Elfmeter nach diesem Foul an Boipelo Mashigo, um zum Ehrentreffer zu kommen. Ansbach verwandelt sicher zum 1:3 in der 83. Minute. Statt einer Aufholjagd ging die Demontage aber weiter. David Ismail stellt mit diesem satten Schuss in der 87. Minute den alten 3-Tore-Abstand wieder her. Und in der Nachspielzeit macht Yannick Schlösser mit dem 5:1 den ersten Saisonsieg für den Club endgültig perfekt. Ja, ich denke, wir sind gut in die Partie gestartet, kamen gut rein, haben uns viele Chancen erarbeitet, haben auch dann verdient das 1:0 gemacht und klar, aus der zweiten Halbzeit kamen wir auch wieder super raus, innerhalb einer Minute 2 Tore gemacht und ich denke, dann war das Spiel schon gegessen und hinten raus dann die 2 Tore. Es war ein super Spiel, gute Mannschaftsleistung und da haben wir wieder den nächsten Schritt gemacht als Mannschaft und ja, jetzt gehen wir positiv nach vorne. Die Spielvereinigung Unterhaching erlebt dagegen am Pfalznerweiher ihr Waterloo und steht schon nach 3 Spielen mit dem Rücken zur Wand. Ja, wir haben uns sehr viel vorgenommen heute fürs Spiel. Hat mit dem Ball ordentlich hingehauen in der ersten Halbzeit, hatten 2, 3 gute Möglichkeiten, die wir dann auch verwerten müssen. Haben wir leider nicht gemacht, auch wie die letzten 2 Spiele. Und dann haben wir ein unglückliches Gegentor bekommen und zweite Halbzeit sind wir ein bisschen auseinandergefallen, sprichwörtlich. Waren nicht mehr gut in den Zweikämpfen, haben mit Ball keine guten Lösungen gefunden. Und dann verlierst du auch hoch. Der ein oder andere Hachinger Fan dürfte sich nur ungern an die Saison 2015-16 zurückerinnern. Damals gelang der ebenfalls stark verjüngten Spielvereinigung nach dem Abstieg aus der dritten Liga der erste Sieg in der Regionalliga erst am 5. Spieltag. Der Druck auf Trainerneuling Sandro Wagner vor dem nächsten Heimspiel gegen Augsburg am Freitag dürfte nach dem Debakel in Nürnberg nicht unbedingt geringer werden.